Hallo, das Problem kennt doch sicher jeder. Man hat sein neuestes Projekt fertig und jetzt überlegt man, wie man das finishen soll. Soll man einfach mal wieder die Spraydose auspacken oder soll es diesmal vielleicht ein Öl sein? Ja, Öl ist natürlich für gerade solche kleinen, schönen Projekte ein wunderbares Finish, aber da stellt sich dann wieder die Frage, welches? Da gibt es ja eine ganze Palette. Leinöl, Tungöl, ein Hartöl, Danish Oil, True Oil, um jetzt mal fünf gängige zu nennen. Und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht mal ein interessantes Video, wenn man nicht nur theoretisch darüber redet, wie diese unterschiedlichen Öle anzuwenden sind und wie toll die dann noch alle sind, sondern wenn wir uns einfach mal anschauen, wie denn tatsächlich diese Öle auf Holz aussehen. Und das möchte ich heute mal machen. Das heißt, wir schauen uns mal an, wie Leinöl, wie Tungöl, wie ein Hartöl, wie Danish Oil und wie True Oil im Vergleich aussehen. Und vielleicht kann dann der eine oder andere für sich besser entscheiden, welches der Öle, ja, für ihn am besten geeignet ist. Okay. Okay, jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie die verschiedenen Öle auf Holz aussehen. So, dann wollen wir uns doch jetzt mal die Unterschiede hier auf dem Holz anschauen. Also insgesamt sind jetzt hier vier Aufträge gemacht worden. Fangen wir mal hier beim Leinölfirnis an. Leinölfirnis und Tungöl, ja, ich würde sagen, die nehmen sich nicht wirklich viel. Ich habe zwar in Erinnerung gehabt, dass das Tungöl ein wenig schlechter anfeuert und vielleicht ein bisschen milchig aussieht. Ich kann das jetzt aber hier auf dem Holz nicht unterscheiden. Also da sehe ich zwischen Leinöl und Tungöl keinen großen Unterschied. Beide sind relativ matt, da sich kein Öl auf der Oberfläche befindet, sondern es ist wirklich komplett eingezogen. Das heißt, sowohl Leinöl als auch Tungöl sind jeweils ein Finish, das im Holz schützt oder imprägniert. Und beide feuern das Holz sehr schön an. So, beim Hartöl kann man im Gegensatz zu den vorher genannten Ölen sagen, dass sich hier auf jeden Fall eine glänzende Schicht auf der Holzoberfläche bildet. Jetzt bereits nach vier Aufträgen sieht man, dass es zwar immer noch ein paar Stellen gibt, wo das Öl eingezogen ist und sich noch keine glänzende Schicht bildet, aber ich weiß so aus Erfahrung, fünf, sechs, vielleicht sieben Aufträge und dann hat man eine durchgehend glänzende Schicht auf dem Holz. Ich würde allerdings nicht übertreiben, wenn man beim Hartöl zu viel aufträgt, dann fühlt sich die Oberfläche so gummiartig an und das möchte man doch eigentlich nicht haben. Das Danish Oil, das ist nochmal eine Spur härter, wenn man sich da mal den Vergleich anschaut. Hier habe ich also nach vier Aufträgen bereits eine durchgehende glänzende Schicht. Und den Glanz, den würde ich so als einen Seidenglanz bezeichnen. Also das Danish Oil gehört definitiv zu meinen liebsten schichtbildenden Ölfinishes. True Oil toppt das Ganze nochmal. True Oil auch nach vier Aufträgen eine absolut deckende, glänzende Schicht. Und ich würde die schon wirklich, ja, fast mit einem Lack verwechseln können. Das fühlt sich auch nicht an wie ein Öl, das fühlt sich wirklich an, als wäre eine Lackschicht drauf. Und insofern kann ich durchaus nachvollziehen, warum im Internet immer wieder zu lesen ist, dass man mit True Oil wirklich einen glänzenden Auftrag machen kann. Es gibt ja auch Leute, die ihre Gitarren zum Beispiel mit True Oil finishen. Ja, jetzt denke ich mal, kann man doch ganz deutlich den Unterschied zwischen diesen Ölen erkennen. Auch wenn ich jetzt das Brett nochmal so hinhalte, sieht man vielleicht, dass Leinöl und Tungöl das Holz am stärksten färben, also diese Öle sind am tiefsten eingezogen und feuern dementsprechend natürlich auch die Hölzer, das Holz am stärksten an. Das heißt aber natürlich nicht, dass die anderen Öle das Holz nicht anfeuern, aber wenn es rein um das Anfeuern geht, dann ist und bleibt Leinöl bzw. Leinölfirnis, glaube ich, wirklich unangefochten an der Spitze.
So, ich habe mit diesen Ölen natürlich noch ein weiteres Experiment gemacht. Und zwar habe ich hier einen Plastikdeckel. Den habe ich mit Klebeband unterteilt und habe vor circa 3 Wochen jeweils eins der verschiedenen Öle in die Unterteilung gegeben und trocknen lassen. Ja, und jetzt möchte ich mir mal anschauen, wie hart und glänzend die einzelnen Öle sind, wenn sie getrocknet sind. So, das ist jetzt also mein kleines Experiment. Und wie man sehen kann, das Leinöl getrocknet, aber die Konsistenz eher so wie Gelatine. Also nichts, was ich irgendwie mir als Filmfinish auf dem Holz vorstellen kann. Dafür ist es einfach nicht hart genug und wäre, hier wie man sieht, einfach zu entfernen. Dann haben wir hier das Tungöl. Das ist nach 3 Wochen immer noch nicht komplett getrocknet, aber hier die matten Stellen, die sind trocken. Und wie man sieht, so matt würde es dann auch auf der Holzoberfläche aussehen. Und ganz charakteristisch, es ist nicht wirklich fest. Das lässt sich also ganz leicht hier entfernen. Ja, hier ist es noch nicht richtig getrocknet, sehe ich gerade, aber hier habe ich das schon mal probiert. Es lässt sich also ganz leicht abkratzen und entfernen und hat so ungefähr die Konsistenz. Ich würde es jetzt mal sagen, am ehesten kann man das mit Seife vergleichen. Also nichts, was auf dem Holz wirklich halten würde, wenn man es auf der Oberfläche aufträgt. Das Hartöl, eine ganz andere Geschichte. Das ist definitiv hart genug, um auf der Holzoberfläche zu halten. Wenn ich das abkratze, das ist so ein bisschen gummiartig, aber definitiv hart genug. Dann haben wir hier das Danish Oil. Das ist also so hart, dass es eher abplatzt. Also definitiv schon mehr in Richtung Lack. Und das True Oil sowieso. Hier, das ist richtig wie ein Lack. Also ich weiß nicht, ob man das auf den Aufnahmen sehen kann. Aber das ist so fest, wie man es von einem normalen Lack eigentlich erwarten würde. Nun, ich hoffe, dieses Video war für euch interessant und vielleicht hilft es euch ja bei der Entscheidung, welches Ölfinish für euer nächstes Projekt das richtige ist. Bis dahin, macht's gut!